Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faller Insights. Heute geht es um die Highlights des ersten Halbjahres 2024. Alle Informationen zu den Produkten findet ihr im Neuheitenprospekt 2024 im gut sortierten Fachhandel und auf faller.de. Bevor wir aber mit den Neuheiten beginnen, wollen wir einen kleinen Rückblick auf 2023 geben. Das Jahr 2023, das Modellbahnjahr 2023, war nicht einfach. Auch wir in der Branche haben unter der Inflation gelitten. Allerdings gab es auch erfreuliche Dinge. Wir konnten unsere Tunnelbohrmaschine ausliefern. Das war ein Erfolg und ich glaube, dass die auch da draußen richtig viel Freude bereitet hat. Ja, wir werden weiterhin auf Individualität setzen. Das heißt, unser Faller Create wird weiter vorangetrieben. Dann wird bei uns unser Endprogramm 60 Jahre alt. Also Faller hat 60 Jahre die Spur N im Programm. Insgesamt schauen wir auf ein vielfältiges Programm mit jeweils sehr runden Themen. Wir schauen immer danach, dass möglichst die Kundenwünsche, die an uns herangetragen werden und die wir realisieren können, dass wir die auch realisieren und dann drumherum ein sehr rundes Programm stricken. Mit diesen einleitenden Worten beginnen wir nun mit der Neuheitenpräsentation. Mein persönliches Highlight für dieses Jahr, das ist die MS Österreich, eine maßstäbliche Verkleinerung eines Bodenseeschiffes im Maßstab 1 zu 160, also passend zur Spur N. Wir haben zur Umsetzung dieses Modells von dem Förderverein des Originals hier umfangreiche Pläne zur Verfügung gestellt bekommen und konnten also auf diese Art und Weise die Konstruktion für unser Modell sehr exakt umsetzen. Bei diesem Modell handelt es sich nicht um ein Wasserlinienmodell, sondern wir haben auch den Rumpf komplett ausgebildet, auch mit Schiffsschrauben und Ruder. Und wir haben dem Bausatz auch zwei kleine Sockel beigelegt, sodass man das Modell auch in eine Vitrine stellen kann. Nach diesen schönen Impressionen in der Spurweite N kommen wir nun zum H0-Programm nach Kupferzell. Also der stammt aus der Epoche 1, dieser Bahnhof, und ist eigentlich in Württemberg sehr verbreitet gewesen. Und so wie man jetzt dieses Modell hier sieht in der Farbgebung, so steht es auch heute noch im Freilichtmuseum in Wackershofen. Ja, die Brauerei Veltins, die feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum und wir haben das Thema aufgegriffen und die Brauerei als Modell umgesetzt. Die kommt jetzt im Frühjahr als Premium-Modell. Man sieht, die ist von der Größe her ja, doch recht groß. Wir haben trotzdem versucht, ja, das Original so im Modell umzusetzen, dass es für einen Modellbahner noch machbar ist. Trotzdem haben wir hier stattliche Maße, also das Modell hat eine Länge von 680 mm. Man sieht im vorderen Bereich rechts, das ist die Abfüllanlage. Da haben wir dann auch das Ganze motorisiert, sodass sich diese Abfüllanlage auch dreht. Die ist auch beleuchtet. Der Bausatz an sich hat eine reichhaltige Ausstattung mit Paletten, Bierkästen, Hubwägen, alles was dazugehört. Und die Firma Veltins hat uns freundlicherweise ein Fahrzeug, ein Modell der Firma Viking beigestellt, was wir jedem Bausatz beilegen. Also mit unserem aktuellen Modell sind wir so in der Epoche 5-6 unterwegs, haben jetzt also hier auch endlich mal eine ganz moderne Brauerei. Also passend zu unserer Veltins Brauerei haben wir auch einen Landgasthof mit Veltins Werbung im Sortiment. Und man sieht, es ist eigentlich ein historisches Gebäude mit einem Walmdach. Das ist jetzt von der Farbgebung allerdings so ein bisschen im renovierten Zustand, sodass es auch in die heutige Epoche passt. Man sieht vorne haben wir einen Anbau dran oder so eine kleine Überdachung, wo ein kleiner Biergarten ist. Im Biergarten haben wir auch Tische und Stühle dabei. Wir haben einen Sonnenschirm mit Veltins-Werbung drauf. Und ja, wem das nicht reicht, wir haben auch den Biergarten nochmal separat im Sortiment, wo es dann noch weitere Sonnenschirme, Tische, Stühle etc. dazu gibt. Auf der Neuheitenanlage steht neben der Brauerei noch ein Bürogebäude. Wer geht denn da arbeiten? Ja, wer geht in dem Bürogebäude arbeiten? Also ich nicht.
Wer geht da arbeiten? Ja, es handelt sich hierbei ja um ein sehr modernes, verglastes Bürogebäude, sodass man auch reinschauen kann. Wir haben das ja auch mit einer Inneneinrichtung ausgestattet. Also ein bisschen Bürotische, also Schreibtische, Stühle, sowas ist dabei. Und wem dieses Gebäude zu klein ist, der kann das auch erweitern, weil das ist auch in unserem Baukastensystem gehalten, sowie die Modelle, zum Beispiel das Versicherungsgebäude, den Fahrzeugunterstand oder die Goldbeck-Halle, die wir im Sortiment haben. Und die sind ja alle mit einzelnen Elementen erweiterbar, wenn man das möchte. Ja, es gibt ja immer wieder Anfragen von Kunden, die gerne das Kloster Bebenhausen kaufen würden. Das haben wir ja seit einigen Jahren nicht mehr im Sortiment. Das war ja auch damals limitiert auf 2000 Stück. Die sind schon lange verkauft. Trotzdem möchten wir natürlich den Kunden, die das thematisch interessiert, etwas in die Hand geben. Und wir haben jetzt hier die Abtei als Neuheit im Sortiment. Die zeigt quasi noch einen Rest von einem Kreuzgang und Teile von einem Kloster. Das eignet sich natürlich sehr schön, um so ein mittelalterliches Ensemble zu bauen. Und wer möchte, kann natürlich auch hier im Kreuzganggarten noch ein bisschen Grün anlegen. Dazu haben wir ja auch passende Artikel im Sortiment. Wer seine Abtei oder auch sein kleines Wohnhäuschen ausgestalten will, hat durch die Möglichkeit von dem Blumengarten, der jetzt neu ins Sortiment kommt, sowie dem Obst- und Gemüsegarten, eine ideale Möglichkeit. Da sind verschiedene Pflanzen mit dabei, zum Beispiel Stangenbohnen. Die kann ich super arrangieren, so wie ich es brauche, und kann da auf einem kleinen Fleckchen schöne viele Gemüse- und Obstsorten anbauen. Ja, wir haben jetzt hier nochmal ein norddeutsches Räderhaus, was in die Epoche 1 passt, beziehungsweise von 1 bis aktuell. Die stehen ja heute noch zum Teil, diese Gebäude. Und ja, das ist ein Altländerhaus, benannt nach dem alten Land südlich von Hamburg. Dort stehen solche Häuser, wie gesagt, heute noch, und charakteristisch dafür sind natürlich diese wunderschönen weißen Fachwerkbalken mit ihren typischen Backsteinausfachungen. Und dazu passen natürlich auch das redgedeckte Dach, was jetzt in dem Fall auf beiden Seiten auch einen Krüppelwalm hat und sehr gut zu dem Modell vom vergangenen Jahr, dem Hallenhaus, passt. Vom hohen Norden kommen wir nochmal zurück in den Süden. Ja, wir sind jetzt wieder in der Schweiz, und zwar im Engadin. Und unsere Kunden wissen es bestimmt, wir hatten ja jetzt im vergangenen Jahr mehrere neue Gebäude, die Engadiner Häuser. Und diese Serie setzen wir jetzt aktuell fort mit dem Engadiner Traditionshaus. Besonders an diesem Gebäude ist natürlich diese aufwendige Bemalung auf der Vorderseite, die wir hier im Digitaldruck nachgebildet haben. Vom aufwendigen Digitaldruck kommen wir nun in die heutige Zeit. Ja, für die Epoche 6 haben wir ein modernes Wohnhaus, angelehnt an ein Weberhaus. Die Firma Weberhaus ist ja auch hier in Baden-Württemberg angesiedelt. Da haben wir auch im vergangenen Jahr schon ein Modell rausgebracht, was hier auch thematisch sehr gut dazu passt. Im Unterschied zu unserem letztjährigen Modell haben wir jetzt hier ein Flachdach mit Photovoltaikanlage und wir haben seitlich noch einen Garagenanbau. Vor den Weberhäusern sieht man auf den Videos die verschiedenen Lampen. Da haben wir uns dieses Jahr orientiert eben an den Gebäuden, dass wir schön in Epoche 5-6 passende Lampen bringen, aber auch zum Beispiel zum Musikpavillon passend verschiedene Weglampen. Und was grundsätzlich ganz interessant ist für den Modellbauer, dass die direkt anschlussfertig sind. Die kann ich an 12 Volt Gleichstrom anschließen, ohne selber irgendwas umlöten zu müssen, und sind dadurch natürlich super praktisch in der Handhabung. Und die Lampen gibt es jeweils im Dreier-Set. Auf der nächsten Neuheitenanlage sind wir einmal über den großen Teich geflogen und befinden uns nun an einem Rockcafé. Wir haben eine sehr kompakte Grundfläche, was es dadurch auch möglich macht, auf eine Bestandsanlage sehr gut zu integrieren. Und das Modell hat auch eine schöne große Glasfassade, wodurch man schöne Ausgestaltungsmöglichkeiten hat. Ja, da es in einem Rockcafé durchaus mal etwas wilder durchgeht, haben wir das Modell patiniert, um auch Gebrauchsspuren darzustellen. Gibt es denn dazu auch passende Figuren? Ja, auf jeden Fall die Köche bzw. das Gastronomiepersonal.
Hier sind wir jetzt hergegangen, haben 6 Figuren dazu gemacht, ja, in typischer Koch- und Bedienungsmanier. Der eine ist kräftig am Omelett braten in seiner Pfanne und eignet sich natürlich perfekt, wir haben es vorher gehört, für offene Gebäude, zum Beispiel das Rockcafé, ja, wo ich natürlich wunderschön dann die Innensehne darstellen kann. Auch Modelle mit Bewegung sind dieses Jahr wieder mit im Programm. Ja, das ist unser wunderschöner neuer Pavillon mit tanzenden Figuren beiliegend. Ab der Epoche 1 eigentlich einsetzbar. Ich kann es mir ganz schön vorstellen in einem schönen Stadtpark. Mit den tanzenden Figuren dabei kann ich damit auch wunderschön kleine Feste zum Beispiel ausschmücken oder darstellen. Und ja, habe wie ein kleines Einod, in dem ich eine wunderschöne Szene darstellen. Dem Bausatz liegt ein Motor bei, und zwar genau für die Figuren, dass die Tanzenden, die Rokoko-Tänzer, ihre wunderschönen Tanzstücke vollführen können. Ein Flötenspieler ist mit dabei, also kommt richtig Leben auf die Anlage. Thomas, was sind denn deine Lieblingsfiguren dieses Jahr? Für mich auf jeden Fall als Sommermensch die Badenden und die Minigolfer. Ja, da stelle ich mir eine wunderschöne Anlage vor, wie wir es im Schwarzwald auch ab und zu mal sehen. Einen schönen Badesee, die Badenden davor und in einer kleinen Ferienparkanlage noch einen kleinen Minigolfplatz dabei. Da kommt bei mir richtig Sommerfeeling auf. Auch in der Kirmes geht es fleißig weiter. Hier zu sehen die CAD-Konstruktion. Ja, die Konstruktion vom No Limit ist mittlerweile abgeschlossen. Wir befinden uns mit dem Produkt aktuell im Werkzeugbau. Entgegen dem Modell, wie man es in Nürnberg letztes Jahr gesehen hat, hat das Serienprodukt eine weitere Funktion bekommen. Das heißt, die Plattform lässt sich heben und absenken und wir haben die Steuerung noch für einen realistischeren Bewegungsablauf optimiert. Auch beim Faller K-System und K-System Digital geht es spannend weiter. Das ist ein Actros Streamspace mit der Aufdruckung Feldhins, passend zu unserer Brauerei Feldhins, die wir dieses Jahr auch ausliefern. Ein Digitalfahrzeug hat den großen Vorteil im Verhältnis zum normalen K-Systemfahrzeug, dass es beschleunigt, dynamisch, ja, und auch verzögert bremst. Es hat Lichtfunktionen, es hat Soundfunktionen, hat Beleuchtungsfunktionen, sprich Licht, Blinker. Ja, vielleicht eine kurze Bemerkung im Voraus. Quasi den Anhänger gibt so serienmäßig nichts von uns zu kaufen. Was aber der Bastler durchweg machen kann, ist, dass er sich das Beleuchtungsset für Anhänger bei uns kauft und da einfach einen Standard-Herpa-Anhänger nimmt und da seinen eigenen Koffer drauf baut. Ja, und so sehr einfach einen kompletten Hängerzug bekommt. Ja, den gleichen Actros haben wir hier auch als Analogversion. Ja, mit den Standardfunktionen, die ein Analogfahrzeug hat. Einfach, dass es anhält, da wo es von der Straße beeinflusst wird. Es hat eine Geschwindigkeitsstufe und aber kommt im gleichen Look wie der Digital Actros. Ja, das Müllfahrzeug ist ein Epoche 3, sprich Epoche 4 Fahrzeug bei uns. Das heißt, es fällt gerade in die Grenzbereich, sodass wir ein attraktives Fahrzeug auch für die haben, die in den älteren Epochen arbeiten. Und das Schöne natürlich immer an so einem Kommunalfahrzeug oder an so einem Müllfahrzeug ist, dass man einfach viel damit darstellen kann. Das heißt, es lässt sich wirklich schön auf der Anlage einbinden. Ich kann es anhalten lassen, ich sage mal an jeder Mülltonne, ja, und dadurch einfach abwechslungsreichen Betrieb auf der Anlage darstellen. Ja, ein weiteres Fahrzeug ist hier der MBO 303, auch für Epoche 4. Ja, ein Reisebus mit klassischer Lackierung aus der Zeit damals, auch ein Analogfahrzeug. Prinzipiell kann man Mischbetrieb fahren, man muss dann einfach ein paar Kleinigkeiten berücksichtigen, aber das ist durchaus möglich. Dadurch wird dem Bastler der Einstieg erleichtert, wenn er nicht sofort umsteigen will, komplett auf digital, beziehungsweise er kann seine Analogfahrzeuge weiterhin benutzen oder kann sie dann auch später digitalisieren und so langsam das System aufbauen. Neben dieser wunderschönen Klappbrücke, die sowohl für Zug- als auch für K-Systembetrieb möglich ist, gibt es natürlich auch noch Dinge in N. Auch in N haben wir dieses Jahr was Neues, den MBO, den als Touring-Version, als Reisebus-Version.
als Einzelfahrzeug, sodass der N-Bahner auch wieder ein schönes Fahrzeug hat, was er sich auf seine Anlage stellen kann und schöne Szenen darstellen kann. Haben wir denn, um diese Szenen auszugestalten, noch weitere Neuheiten? Ja, auf jeden Fall. Für den täglichen Gebrauch, eigentlich für jede Anlage, die DHL-Packstation, kennt sicherlich jeder von uns, sowie thematisch etwas anders. Aber da haben wir die Werkstatteinrichtung zum Beispiel. Wir haben Hubwagen mit Paletten und wenn wir wieder ins Figurensortiment rüberschauen, natürlich passend das Figurenset auf dem Bau. 6 Figürchen in verschiedenen Posen, der eine besonders durstig, weil es ein heißer Tag ist und passt natürlich super, um Leben einzuhauchen in die N-Anlage. Natürlich gibt es in N auch noch weitere Neuheiten, wie beispielsweise der Lasercut-Bausatz des Alpenhauses Langwies oder auch das Landhaus. Für den Anlagenbau gibt es ebenfalls weitere Neuheiten. Als Ergänzung zu unserer Schneidematte haben wir jetzt auch ein Komplettset, also Schneidematte in DIN A5, einen Seitenschneider und auch ein kleines Bastelmesser, einfach als Komplettset, damit man nicht nur die Einzelartikel kaufen muss, sondern gleich ein komplettes Set hat, um damit zu starten. Ja, wir erweitern unsere Mini-Sound-Module um den Themenbereich Rapunzel, passend zu unserem Rapunzelturm. Dann haben wir aktuell kein Glockengeläut im Programm gehabt. Da sind wir auch immer wieder drauf angesprochen worden, warum habt ihr kein Glockengeläut? Haben wir jetzt auch mit ins Programm genommen. Ein Bachplätschern haben wir auch, natürlich auch oft passend, ja, im Hintergrund einfach da Geräusche auf die Anlage zu bringen, die einfach die Anlage deutlich belebter darstellen lassen. Ja. Und um euch quasi das Ganze auch mal im Einsatz zu zeigen und euch einen kleinen Kniff zu zeigen, wie ihr da deutlich mehr Volumen aus dem Ganzen rausbekommt, zeige ich euch einen kleinen Effekt. Ich schließe jetzt mal hier den Rettungseinsatz an. Nur so ein kleiner Lautsprecher klingt natürlich relativ blechern. Ja. Wichtig ist einfach, dass ihr einen festen Untergrund nehmt, ein kleines Loch reinbohrt und dann von der Gegenseite das Ganze befestigt, ja, sodass ihr einen kleinen Resonator habt. Nach diesem Basteltipp und den Neuheitenimpressionen des ersten Halbjahres 2024 möchten wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken.